Naja gut, ich weiß, ich bin nicht der beste Koch. Habe ich ja letztens bei meinen Spiegeleiern jetzt ein bisschen eingesehen. Aber grillen, das kann ich. So, jetzt noch schnell die anderen Sachen aus der Küche holen und dann hole ich mal die Kinder. Oh, das duftet vielleicht gut und endlich mal keine Spiegeleier. Oh, klasse, wir grillen. Passend zum Wetter. Hier noch ein paar Brötchen, falls jemand Hotdogs machen möchte. Also, das gibt es doch nicht. Hier waren doch eben noch 3 Würstchen auf dem Grill. Julian, warst du das etwa? Papa, diesmal wirklich nicht. Ich weiß, manchmal mache ich sowas ganz, ganz gerne, aber so ein Würstchen, das war doch bestimmt auch noch nicht durch. Aha, interessant, interessant. Anscheinend gibt es hier bei Familie Vogel einen Dieb. Mhm. Oh, klasse. Ich mache mir einen Hotdog. Ich habe richtig Hunger. Lecker. Naja, normalerweise hätten wir ja noch eine Wurst. Aber gut, jetzt sind es nur 2 Würstchen, kann man nicht ändern. Hey, du, Hanna, also bist du auch so satt wie ich? Ja, war richtig lecker. Also ich hab da so eine Vermutung. Also eben ist ja das eine Würstchen so verschwunden und keiner wusste, wo das hin ist. Ich glaube, hier ist irgendein Tier unterwegs und das klaut wahrscheinlich. Meinst du echt, das ist zum Grill gegangen und hat sich das Würstchen darunter geklaut? Ja, ganz bestimmt, sowas passiert doch so häufig. Also habe ich letztens noch gehört. Also zwar nicht ein Tier, sondern ein Mensch, aber kann doch passieren. Deswegen sollten wir wieder ein bisschen Detektivarbeit betreiben hier. Also wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Ja gut, wenn es wirklich ein Tier war, dann würde mich das auch interessieren. Was hast du denn vor, Julian? Also, erstmal müssen wir hier den Tisch hier umwerfen und dann verstecken wir uns und gucken mal und vielleicht kommt da ja ein Tier raus und versucht wieder was zu klauen. Meinst du wirklich, wenn wir hier sitzen, kommt das doch mal? Außerdem ist doch gar nichts mehr zu essen da. Oh, hey, Hanna, pst, nicht so laut und nicht so viel reden, ha? Bisschen ruhig sein, vielleicht kommt dann das Tierchen. Hab ich da was gehört? Da war doch irgendwas. Ach, Quatsch, ich höre überhaupt nichts. Hanna, bleib du am besten hier, weil du redest auch ein bisschen viel. Und davon abgesehen, naja, ich möchte, dass du in Sicherheit bleibst. Ich guck mal. Okay, in Sicherheit? Ich werde mich wie so eine Katze ranschleichen, wie Samira und Simba das immer machen. So, ganz, 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 ganz leise, Julian. Hey, pst, Hanna, du kannst ja vielleicht in mein Zimmer und mein Tablet holen und dann können wir Fotos machen, so Beweisfotos, das machen Detektive. Okay. Oh Mann, ich finde, Julian übertreibt mal wieder total, aber ich werde mal das Tablet holen. Vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist wirklich irgendein Tier bei uns im Garten unterwegs. Hanna, was wird das denn da? Julian hat mir erzählt, dass bei uns im Garten ein Tier unterwegs ist, was auch das Würstchen geklaut hat vorhin. Und wir wollen der ganzen Sache auf die Spur gehen und wollen Beweisfotos machen. Oh, also ihr seid auf der Suche nach einem Tier. Gut zu wissen, besser ist es. Hier ist das Tablet, Julian. Da brauchen wir jetzt nicht mehr, ich habe eine neue Idee. Okay, eine neue Idee? Was denn jetzt? Also du willst keine Fotos mehr machen? Nein, 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 ich habe was viel, viel Besseres. Wir könnten ja so eine Falle bauen, also natürlich keine gefährliche, ne, sondern eine ganz ungefährliche, damit wir das Tier fangen können. Ach, Julian, langsam übertreibst du total. Ist doch egal, wir sind alle so trotzdem satt geworden. Dann soll sich das Tier doch ein Würstchen klauen. Ich gehe jetzt rein. Tja, Hanna ist halt kein Meisterdetektiv. Dann mache ich das alleine. Na und, wie sieht's aus? Habt ihr das Tier gefunden bestimmt, oder? Der Ach, Fall ist bestimmt geklärt. Ich habe keine Lust mehr. Okay. Ich werde jetzt einfach mit dir fernsehen, Papa, okay? Oh, noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen tiefer graben, dann kommt das Tier auch nicht mehr raus. So, jetzt noch ein paar dünne Äste da drüber legen und dann passt es. Und wenn wir das Tier dann haben, dann können wir es ja im Zoo oder so abgeben oder in den Wald oder sowas tun. Und damit hier keiner jetzt das Loch sieht, noch ein bisschen Blätter und Gras. Oh, Julian, du bist ein richtiger Survival-Künstler. Also du könntest überall überleben. Oh Mann. So, jetzt noch hier ein bisschen die Erde verteilen, damit das nicht auffällt. Oh, das habe ich ja klasse gemacht. Sehr gut. So, und jetzt gucke ich mal im Kühlschrank, ob es noch was zu essen gibt. Leider keine Würstchen mehr. Wir müssen das Tier ja irgendwie anlocken. Da hat der Hanna recht. Julian, sag mal, bist du nicht satt geworden? Und außerdem ist doch jetzt Schlafenszeit. Das gilt auch für dich, junge Dame. Wir machen jetzt den Fernseher aus und Och, dann... Ach nö, Papa. Ich will das noch gucken. Papa, das ist echt unfair. Da muss Julian aber auch ins Bett. Ja, das wird er auch gleich, Schatz. Och, Mann. Ich will noch nicht ins Bett. Oh, yes. Das wird meine Donutfalle. Also, ich meine, jeder liebt Donuts. Auch Tiere, ist doch klar. Ah, perfekt. Und jetzt nur noch abwarten und morgen früh ist bestimmt ein Tier hier drinne. So, Julian, jetzt ist aber gut. Ja, ist ja okay, Papa. Und jetzt muss ich erstmal checken, was Julian da gemacht hat. Der war ja die ganze Zeit hier draußen. Ach, Julian, was ist das denn schon wieder für ein Chaos hier bei uns im Garten? Und was hat der Donut denn hier zu suchen? Also, der kann ja nicht einfach hier bleiben. Ich meine, ich habe ja auch noch ein bisschen Hunger und deswegen sollte ich den am besten hier essen. Ja, was ist das denn jetzt? Oh, bin ich hier in ein Loch gefallen? Oh, das gibt es doch jetzt nicht. Oh, ich stecke hier bis zum Bauch in diesem Loch drinne. Hallo, Hilfe! Oh Mann, jetzt muss ich echt ins Bett. Dabei bin ich Hilfe! Noch gar nicht müde. Hä, habe ich da was gehört? Ich werde direkt mal gucken gehen. Vielleicht ist doch irgendwie jemand in Julians Falle gefallen? Oh Gott, Julian, komm mal schnell! Es ist jemand in deine Falle gegangen. Was, so schnell schon? Oh, klasse Falle. Oh Mann, es ist Papa. Hilfe! Julian, Hanna, könntet ihr mich vielleicht mal hier befreien, wenn es euch nichts ausmacht?
Ja, ist ja gut, ja, ist Papa, ja gut. Ja, Papa, wir ziehen nicht raus, aber was machst du denn überhaupt da? Ja, was ich hier mache, das frage ich mich gerade auch. Was soll denn dieses Loch hier bei uns im Garten? Ja, super. Wie kriege ich das denn jetzt aus meinen Klamotten? Und Mama ist auch nicht da. Super. Papa, das habe ich doch nur für dich gemacht, weil jemand hat ja was von einem Grill geklaut und da wollte ich ja das Tier fangen. Julian, ich kläre diese ganze Sache mal auf. Ich habe das Würstchen gegessen. Bist du jetzt zufrieden? Und den Donut werde ich jetzt auch essen. Oh, okay. Kein Tier? Ich hätte es mir ja gleich denken können. Papa ist ganz schön gefräßig.